Hallo, ihr lieben Schlümpfe und Schlumpfinen. Heute geht's weiter in Koschlums Traum mit dem Kapitel 2 klebriges Gebäck. Jetzt wollte ich schon wieder irgendwas anderes sagen. Gepäck oder so. Genau. Die Schlümpfe im Traumland. Kapitel 2 klebriges Gebäck. Irgendwie kann ich nicht mal Baguette sagen oder sowas. Weiß auch nicht. Oh, hier kann ich nicht springen. Deswegen klebrig. Verstehe. Okay, was mache ich denn damit? Interessant. Ah. Hey, wie gemein. Und das ist cool. Okay. Okay, da komme ich ganz so weit. Ach, guck mal an. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da am Anfang noch was übersehen. Okay, auch mehr wohl nicht. Ah, cool. Thank you.
Super. Mal schauen, ob es einen Bonus gibt, wenn ich sie alle, wenn er sie alle platt macht. Gar nicht kaputt, verdammt. Okay, schlimmlich ausgegraben. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier nochmal zurück muss. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe hier was übersehen. Das konnte nur so sein. Cool.
Hätte ich beinahe zwei Pilze zurückgelassen. Oha. Boss Fight. Muss ich den da runterfallen lassen oder was? Ah, anscheinend. cool. Oh, ich bin schon richtig am Rätseln. Teuer festgeklebt. Okay. Was ist denn das für ein Ding? Eine Wasserpistole?
Cool. Eine geheime Tür. Oh, das ist ein Pilz. Cool. That's a very nice, very nice. So, in welche Richtung jetzt zuerst? Das ist hier die Frage. Thank you.
Okay. Jetzt war ich irgendwo runtergefallen. Ich kann nicht so richtig mitbekommen. Oh, was ist das denn? Wieder richtig brutal hier. So, jetzt mal irgendwie nochmal zurück. Jetzt habe ich schon mal einiges. Oder doch nicht, und ich laufe jetzt alles umsonst. Doch nicht. Bin ich ja wirklich umsonst zurückgelaufen. Oh Mann. Hey!
Level complete. Oh, heiße Öfen. Oh. Damit geht's beim nächsten Mal weiter. Das war wieder eine sehr schlumpfige Angelegenheit und hat schlumpfig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bitte das Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zu Kapitel 3. Tschüssi.